Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Abend im Rahmen unseres Münchner Forum Nachhaltigkeit. Emanuel Schneider betreue diese Veranstaltungsreihe und ich freue mich, dass Sie wieder unserer Einladung gefolgt sind, obwohl die Ankündigung des heutigen Abends ja ein wenig kryptisch klingt. Rebound ist nicht gerade ein gängiger Begriff in unserer Alltagssprache. Ich weiß nicht, diejenigen von Ihnen, die sich bei Basketball auskennen, da ist Rebound, wenn ein missglückter Korbversuch und der Ball dann zurückspringt und man dann den noch, bevor der Gegner ihn hat, wieder aufnimmt und einen neuen Versuch macht. Das nennt man dort Rebound. Nun, ich fürchte, das hilft uns nicht wirklich weiter inhaltlich. Was die Ökonomen und die Soziologen unter Rebound verstehen, das werden wir gleich näher erfahren von unserem Referenten. Aber ich denke, misslingen ist schon ein gutes Stichwort für das Ganze. In der Unterüberschrift zur heutigen Einladung hieß es, dass wir es heute, ich zitiere, mit einem blinden Fleck in der Ökologiedebatte zu tun haben. In dem Moment, wo ich diesen Titel mit Tilman Santarius ausgeheckt habe, ahnte ich eigentlich noch nicht, wie sehr die Sache mit dem blinden Fleck auch unsere eigene Veranstaltungsreihe betrifft. Das Münchner Forum Nachhaltigkeit gibt es jetzt schon seit 11 Jahren und habe mal nachgeschaut, es ist jetzt die 88. Veranstaltung und zu meiner Schande muss ich gestehen, es ist die erste Veranstaltung, bei der wir uns ausdrücklich und ausschließlich mit dem Rebound-Effekt beschäftigen werden, obwohl, wie wir gleich sehen werden, es sich hier um einen ganz wichtigen und zentralen Effekt handelt. Ein Effekt, der gerne verdrängt wird und vielleicht auch viele der Prognosen und Erwartungen im Bereich des Klimaschutzes und Ressourcenschutzes in Frage stellt. Meine Damen und Herren, wer von Ihnen Öko-Optimist bleiben will, dem sei jedenfalls angeraten, sich lieber nicht mit den Rebound-Effekten zu beschäftigen. Für diejenigen von Ihnen, die öfters hier bei Veranstaltungen sind, haben es schon gemerkt, dass spätestens bei den Diskussionen, nachdem einer der Referenten oder Referentin sich vehement für mehr Effizienz eingesetzt hat, für bessere Autos, mehr Wärmedämmung und so weiter, dass spätestens dann in der Diskussion dieser Rebound-Effekt aufscheint, so das große Ja-Aber in der Debatte ist, das immer dann kommt, wenn Effizienz Steigerungen etwa beim Energieverbrauch propagiert werden. Und in der Tat, was nutzt das neueste Auto, das nur vielleicht die Hälfte des bisherigen Benzinverbrauchs benötigt, wenn ich dafür ausgestattet mit gutem Gewissen mehr, vielleicht sogar doppelt so viel fahre? Vielleicht entdecke ich ja auch die Freude am Fahren neu, weil der neue Hybridwagen so ein cooles Statussymbol ist. Beispiele wie diese ließen sich mehren und wir werden heute Abend sicherlich auch noch einige davon hören. Wenn man von diesem Klein-Klein des privaten Konsums einmal absieht und diese Ebene verlässt und sich das Ganze eher historisch und im Großen und Ganzen anschaut, dann fällt auf, dass gerade jene Industriegesellschaften wie die unsrigen, die seit nunmehr 200 Jahren die mit Abstand größten Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen seit Menschengedenken erzielt haben, dass gerade diese Industriegesellschaften nicht weniger, sondern laufend immer mehr Ressourcen verbrauchen. Das klingt irgendwie paradox, ist aber eher der Normalfall. Mehr Effizienz bedeutet in der Summe immer auch mehr Verbrauch. Mir ist aufgefallen, dass die beliebte Suffizienz Formel und Losung weniger ist mehr, überraschend gut auch für diesen Sachverhalt passt, den man als Rebound-Effekt bezeichnet. Irgendwie scheint es hier eine Steigerungslogik in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, vielleicht auch in unseren Köpfen zu geben, die aus dem Weniger, aus den erzielten Einsparungen immer wieder ein Mehr macht. Rebound-Effekte sind so gesehen nicht nur ein blinder Fleck, sondern, wenn Sie so wollen, die ultimative Spaßbremse in der Ökologiedebatte. Die meisten guten Ansätze und Bemühungen erscheinen durch diese Brille betrachtet als vergeblich, wenn nicht gar kontraproduktiv. Warum ist das so?
Wo liegen die Gründe für diese Rebound-Effekte? Werden durch Sie die Ziele der Klima- und Energiepolitik in Frage gestellt, wie sie jüngst in Paris beschlossen wurden? Und vor allem, wie könnte es gelingen, derlei Rückschläge bei unseren Bemühungen um eine ökologische Neugestaltung unserer Gesellschaft in Zukunft zu vermeiden? Diesen Fragen wollen wir heute Abend nachgehen. Und ich freue mich, dass wir mit Tilman Santarius einen Referenten gewinnen konnten, der sich seit vielen Jahren, salopp gesprochen, mit solchen Rückschlägen rumschlägt. Globale Gerechtigkeit, Klimawandel, Klimapolitik, Handel, Landwirtschaft, überhaupt Fragen nachhaltigen Wirtschaftens sind die Themen, mit denen er sich als wissenschaftlicher Autor seit Jahren beschäftigt und Themenfeldern, auf denen er immer wieder mit solchen Rebound-Effekten konfrontiert war. Ein Phänomen, dem er dann unter anderem als Gastwissenschaftler in Berkeley intensiver nachgegangen ist, und im vergangenen Jahr wurde er an der Universität Gesamtschule Kassel mit einer Arbeit über dieses Thema promoviert. Zuvor war er in den 2000er Jahren 8 Jahre lang Projektleiter am Wuppertal-Institut, danach Referent für internationale Klimapolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung, und ehrenamtlich ist er seit, ich glaube, 2007 bei German Watch im Vorstand tätig. German Watch, eine Organisation, die sich in zahlreichen Projekten und Programmbereichen für globale Gerechtigkeit und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzt. Ich habe heute mal gegoogelt bei German Watch und gesehen, dass das Motto lautet, oder die Losung lautet bei German Watch: Hinsehen, analysieren, einmischen. Ich denke, lieber Tilman Santarius, mit diesem Dreischritt ist auch gut beschrieben, was Sie bei allem Tun und Lassen leitet und was auch uns beim Münchner Forum Nachhaltigkeit für uns handlungsleitend sein sollte, nämlich hinzusehen, zu analysieren und dann sich einzumischen. Ich übergebe ein neugieriges Publikum. Dankeschön.